Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge. Das ist mein Last Profi, Achtung. Moin Moin. Ach so. Das war ständig Achtung, Junge. Keine mehr rum. Mein Doktor. So, so meine lieben Freunde, vielen lieben Dank für eure Unterstützung in den letzten Videos und für eure ganzen netten Kommentare. Und jo, heute haben wir viel vor, und zwar der Herr Kollege will auch noch irgendwas sagen. Guck mal vor. Ja, immer sagt, ich will was sagen, obwohl ich mir denke, ja, laber doch. Ah ja. Herr Kollege, haben Sie ein Gesprächsthema für die Folge? Ja, was macht man am besten, wenn man den Nacken versteift hat? Was, den Nacken? Was? Ja, ich hab den Nacken versteift. Mein Nacken ist voll steif, Alter. Also der Schmerz übelst, was kann man dagegen machen? Übungen? Nein, jetzt zu kurzfristig. Gar nichts. Einfach, dass die Schwätzen weggehen. Mich verarschen, Junge. Wir sind im Jahre 2021. Willst du Stroh? Na, warte mal kurz. Na, danke. Der Hund fährt bei mir vorbei, Alter. Darf ich nicht mal an dir vorbeifahren, oder was? Na. Du Scheiße, Mann. Haha, Karma. Okay. Ist Karma, Junge. Das war mega. Jo, ich hoffe, ihr habt gestern einen schönen Tag gehabt. Heute ist ja Sonntag, wenn das Video rauskommt. Richtig, und ja, dann ist er. Heute ist noch Samstag. Ja, zur Zeit der Aufnahme. Ja. Und ja, hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende gehabt, habt schön genossen. Immer. Und morgen ist schon wieder Montag, ja. Richtig. Boah, die Woche wird cool. Oh, die Woche wird anstrengend, genauso wie die übernächste Woche. Warum? Die erste Woche bin ich die ganze Zeit auf der Aufstellung, und die andere Woche bin ich in der Landwirtschaft, Junge. Auf Baustelle? Sicher, Alter, da wird Steine geschleppt. Nee, mal gucken mal. Nee, aber es wird eigentlich ganz cool. Ich hab da Bock zu. Ich mach's ja nicht, weil ich gezwungen bin, sondern ich mach das freiwillig. Weil ich Bock hab. Kackvogel. Jo, dann viel Spaß beim Arbeiten. Danke dir, Bruder. Kennst du diese Leute, die ständig zu Bruder sagen zu ihren Leuten? Ja, kenn ich. Das ist so nervig, Junge. Hä? Was denn? Wo ging jetzt das Geld ein? Bei mir nicht. Hä? Ich hab doch das Zeug gepresst. Ich muss mal kurz der Lur. Jo, mach das. So, dann werden wir schauen, damit wir das einpacken da. Oder nicht. Was ist denn da los? Schnappen wir uns den Ladewagen. Ah, jetzt müssen wir aber ausdrammen. Wie schaut es denn bei den Tieren aus? So. Hm.
Achso, der steht da oben. So. Dann fahren wir den nochmal schnell holen, dann können wir da die Silage weitermachen. Und dann geht's weiter. Bin gespannt, wann sie nochmal abernten werden. Chrissy. Ja? Ich krieg einen ultra geilen Deal, ich krieg die 40. Aber dafür bräuchte ich was von dir. Gar nichts gibt's. Krieg ich die 55 von dir? Dann krieg ich die 40. Vielleicht kannst du hier verkaufen, der Dummini kauft sie und ich krieg die 40. Gar nichts gibt's. Komm schon. Na. Gar nichts gibt's, Alter. Das ist ein Geier. Ich hab da gerade gehört, du übergibst mir gratis die. Ich geb gar nichts weiter, was hast denn du wieder gehört? Hat's euch geschlagelt, alle Bade, oder was? Der Herr Justin ist. Ja, der hat gerade irgendwie Demenz. Er hat gerade eben gesagt, er wollte es machen. Ich mach gar nichts, Alter. Euch hat's Bade geschlagelt, Alter. Ja, gut, Justin. Dann können wir nur mehr, dann lass ich mir das nicht mehr ausreden. 40 gegen 5000 Überweisung dazu. Überlegst ist a 41 gegen 5000 Überweisung dazu. Wenn nicht, dann nicht. Passt. Ciao. Ich will die 40. Du Spacken, ey. Ich wollte die 40, Alter. Warum hast du den Deal denn nicht angenommen? Hat sich geschlagelt, Alter, bitte. Warum denn? So ein fairer Deal gewesen. Du hättest einen Burger bekommen und dann passt das. Super, ey, jetzt krieg ich die Scheiße in Verkauf wegen dir. Finde ich schon unkorrekt von dir. Ich bin ein Geschäftsmann, ich lass mich nicht von dir über den Tisch ziehen, Alter. Also was du bist, ist ein Windelträger, mehr nicht. Das ist ein 19, Kopf. Du bist der Windelträger, Alter. So. Ey, der Dominik kauft für mich die größte Spritze zum Anhängen. Und ich muss so 100 Euro den zahlen.
geil, oder? So ein guter Deal. Schön für die. Ja. Das heißt, ich darf for free mit seiner Spritze dann spritzen. Cool, oder? Schön für die. Cool, oder? Alter, jetzt mal sagst, dann hau ich da auf die Festplatten, Alter. Cool, oder? Schreib's gerne mal in die Kommentare, ob ich zu denen höchstpersönlich Hause fahren soll und den hauen soll, Alter. Gar kein Problem, man kann sich einen Kaffee trinken. Natürlich pur Schwanz. E-Mail an Justin, ich kaufe es mit dir zusammen. Wenn du willst, ich 19k und du 19k, sonst. So, jetzt reicht's mal, du Clown. Ich kauf die Spritze und... Ah, wenn nachher kommt, die Schell schlagen, so her. Jedes Mal ist das gleiche, wenn du mit denen arbeiten tust. Da geht mir so unter, Herr Kollege. Das ist so ein Clown. Na. So. So, auf jeden Fall werden wir jetzt da mal die Silage leer schaufeln. Jojo. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.